Jakob Schopf ist Berlins Nachwuchssportler des Jahres 2016. Der Kanute wurde gestern Abend im Blumex-Theater am Potsdamer Platz ausgezeichnet. Ich habe bis zur letzten Sekunde nicht mit gerechnet, weil alles krasse Leute hier mit super Erfolgen und war nicht voraussehbar. Deswegen habe ich mich auch umso mehr gefreut. Also, ich bin stolz. Hinter Jakob Schopf liegt ein ereignisreiches Jahr. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Minsk sicherte er sich den Weltmeistertitel im Kajak-Einer. Ich ordne da eigentlich nicht groß ein. Ich habe immer noch meine erste Medaille von der Kükenregatta bei mir im Zimmer zu hängen. Deswegen ist mir auch jede Auszeichnung gleich viel wert. Und eben um irgendwann das Endziel Olympia zu erreichen. Jeden Monat wird in Berlin der Nachwuchssportler des Monats ermittelt. Die 12 Sieger stellen sich automatisch der Wahl zum Nachwuchssportler des Jahres. Durch ein Online-Voting und eine Expertenjury wird dann der Gesamtsieger ermittelt. Ich glaube, mit seiner Leistung überzeugt er. Und ich glaube, das ist eben auch ein Potenzial, wie man heute so sagt, auf die Zukunft. Und ich glaube, das hat eben viele bewegt, für ihn zu stimmen. Und wenn ich das sagen kann, auch ich in der Fachjury habe meine Stimme für ihn gegeben. Jakob Schopf sicherte sich den ersten Platz, aber es gibt viele weitere Berliner Nachwuchstalente. Zum Beispiel Leonie Kohlmann. Sie erreichte bei der Wahl den zweiten Platz. Die Schwimmerin nahm im Jahr 2016 unter anderem an den Olympischen Spielen in Rio teil. Also ich freue mich echt riesig. Es ist eine Hammer-Ehre, hier ausgezeichnet zu werden. Dass es jetzt ein zweiter Platz geworden ist, natürlich umso schöner, als nur dabei zu sein. Und ja, also es war eine schöne Erfahrung hier vor dem Publikum. War eine tolle Erfahrung. Auf dem dritten Platz landete Julia Büsselberg, die Nachwuchssportlerin des Jahres 2015. Die Seglerin kam unter anderem bei den Jugendweltmeisterschaften unter die Top 10. Für dieses Jahr sind die Ziele, dass ich jetzt bei der EM nochmal Top 10 starte, weil ich jetzt, das ist direkt am Jahresanfang über Ostern. Und bei der WM nächstes Jahr soll es ein bisschen besser werden. Und das Ziel, was ich mir erstmal gesteckt habe, ist erste Hälfte. Zusätzlich wurden im Rahmen der Preisverleihung Patrick Reise, Frederik Jone und Olaf Roggensack als Eliteschüler des Sports ausgezeichnet. Den Berliner Schulsportpreis erhielt die Karl-von-Linne-Schule aus Lichtenberg.